Hi, ich bin Michaela. Ich bin 30, schlafe gerne lang, muss aber immer früh raus. Ich liebe rote Rosen, aber ich hasse Kunstblumen. Schminken, als ob ich am Kriegspfad wäre? Niemals. Trotzdem liebe ich es, alle Blicke auf mich zu ziehen. Für Beruf und Karriere will ich mich auch nicht verbiegen. Aber für meinen Yoga-Lehrer? Jederzeit. Meine Freunde sagen immer, du bist so chaotisch. Na und? So bin ich eben. Heute zeige ich euch, wie ihr ohne Großes drumherum den perfekten Nude-Look zaubert. Los geht's! Nicht erschrecken, das bin auch ich. Müde, zerknittert und irgendwie noch nicht glatt gebügelt. Und das sind die kleinen feinen Dinge, die ich brauche, um in ein paar Minuten super natürlich, super ausgeruht und höllisch attraktiv auszusehen. Schritt 1: Pflegen. Nach dem Waschen trage ich sofort eine Feuchtigkeitspflege mit Lichtschutzfaktor auf. Meiner Meinung nach noch immer das wirkungsvollste Mittel gegen vorzeitige Gesichtsvergreisung. Stichwort Falten. So, und jetzt noch schnell Augencreme. Die zarte Haut hier braucht spezielle Pflege, weil sie etwa viermal so dünn ist wie die normale Gesichtshaut und auch größeren Belastungen ausgesetzt ist. Schritt 2: Foundation auftragen. Normalerweise macht man das ja mit einem Pinsel oder dem so beliebten Make-up-Ei. Aber ich mache das mit den Fingern. Durch die Körperwärme wird die Foundation cremiger und lässt sich viel feiner auftragen. Die verschmilzt richtig mit der Haut. Der Trick dabei? Ich beginne immer am Hals und arbeite mich über die Wangen bis zur Stirn vor. Knifflig ist die Sache natürlich trotzdem. Lass die Foundation an den Haarwurzeln, den Augenbrauen und den Ohren ganz vorsichtig auslaufen. Sonst entstehen hässliche braune Ränder. Das wollt ihr bestimmt nicht. Schritt 3: Concealer auftragen. Das Wichtigste ist der richtige Farbton. Der sollte nämlich exakt eine Nuance heller sein als euer Hautton. Also, erst etwas Farbe aufnehmen und vorsichtig unter die Augen tupfen. Aber nicht zu dicht an die Wimpern kommen, sonst wirkt diese Wölbung unter dem Lid so unnatürlich. Voila! Schritt 4: Die Augen zum Leuchten bringen. Das ist der schwierigste Teil. Wird es mir gelingen, diese müden Augen so zu schminken, dass mich wildfremde Männer in der U-Bahn verzückt anstarren? Ich sag's mal so. Damit mein Blick dieses ganz spezielle, magische Funkeln bekommt, gibt's natürlich einen Trick. Ich kombiniere helle und dunkle Lidschattentöne. Damit der Lidschatten besser hält, beginne ich mit einer Grundierung. Dazu einfach mit einem flachen Pinsel einen helleren Lidschatten auf den beweglichen Teil des Augenlids und auf die Lidfalte auftragen. Jetzt nehme ich noch einen dunkleren Ton für die Lidfalte, um mehr Tiefe zu erzeugen. Die dunkle Farbe trage ich auch ganz fein am unteren Augenlid auf. Das Auge wirkt damit viel größer und offener. Dann noch mit dem weichen Blenderpinsel ausblenden. Ich mache da so leichte Halbkreisbewegungen. Damit verschmelzen die Übergänge ganz weich. Und zum Schluss Mascara. Braune Wimperntusche. Sie wirkt sehr natürlich. Perfekt für das Büro also. That's it. Mit einem Wimpernkamm könnt ihr verklebte Wimpern anschließend ganz easy voneinander trennen. Schritt 5: Schwung für meine Augenbrauen. Und hier kommt der Clou: Augenbrauengel. Mit dem bleiben die Brauen den ganzen Tag schön geformt. Schritt 6: Bronzer auftragen. Mit Bronzer sehe ich gleich viel frischer aus. Aber bitte nur dezent verwenden. Schritt 7: Unwiderstehliche Nude Lips. Zum klassischen Nude-Look fehlt jetzt nur noch Gloss oder Lippenstift. Ganz wie ihr wollt. Vergesst aber nicht auf den Lipliner. Ich male die ganzen Lippen aus und verblende das Ergebnis mit einem Lippenpinsel. So hält alles bombenfest. Jetzt kommt die heiße Phase: Lipgloss oder Lippenstift.
Heute entscheide ich mich für die glänzende Variante. Und wenn ihr jetzt noch Zeit habt, auf jeden Fall nudefarbenen Nagellack auftragen. Meinen Nude-Look vollende ich mit ein paar dezenten Ohrsteckern. Perfekt! Dann noch einen zweiten Lippenstift in auffälliger Farbe, Lip-Liner und ein paar Beauty-Gimmicks einpacken. Und euer Look wird ausgefallen. Man weiß ja nie, was kommt.